Motorische und mentale Fähigkeiten lassen oft im höheren Alter stark nach. Um dagegen zu wirken, müssen die Fähigkeiten trainiert werden. Am besten geht dies durch einen spielerischen Ansatz. Dadurch sollen die Menschen dazu motiviert werden, die notwendigen Übungen regelmäßig durchzuführen. In unserem Projekt im Rahmen der Vorlesung Smart Home Praktikum haben wir das Spiel Quizzit, das bereits ein Jahr zuvor in der Vorlesung entwickelt wurde, überarbeitet und verbessert. Das Spiel wird für die Samarito-Stiftung und ihre Altenheime entwickelt. Bei Quizzit handelt es sich um ein Spiel, das die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Spieler fördern soll. Dies geschieht durch einen Mix aus Wissensfragen und Gymnastikübungen, die in das Spiel integriert sind. Für die Neuentwicklung von Quizzit haben wir uns zuerst mit den Problemen der Vorgängerversion auseinandergesetzt. Größte Probleme waren die Stabilität, das System nicht stabil lief und es oft zu Verbindungsabbrüchen kam, das komplizierte Setup, das selbst für erfahrene Personen schwierig zu verstehen war und für die Senioren unmöglich zu bedienen wäre, und das User Interface. Um diese Probleme zu beheben, haben wir das Spiel umfassend überarbeitet. Um sicherzugehen, dass die neue Version den Bedürfnissen der Bewohner besser entspricht, haben wir das überarbeitete Konzept nochmals vor Ort mit Bewohnern des Samariterstift Ostfildern getestet. Aus den Ergebnissen des Benutzertests konnten wir viele neue Erkenntnisse erlangen und das Spiel noch besser auf die Bedürfnisse der Zielgruppe anpassen. Für das Spiel werden ein Fernseher oder ein Beamer, bei den Informationen wie Spielstand für alle sichtbar angezeigt werden, ein Tablet, das als Eingabegerät dient, über welches beispielsweise die Antworten ausgewählt werden können, und ein physischer Schaumstoffwürfel zum Würfeln der Kategorien benötigt. Zuerst wird die Anzahl der Spieler gewählt. Anschließend wird der Schaumstoffwürfel verbunden. Sollte kein Würfel gefunden werden, wird in dieser Runde nur mit dem digitalen Würfel gespielt. Jetzt kann mit dem Spielen begonnen werden. Zunächst wird eine Kategorie gewürfelt und eine Frage aus der Kategorie angezeigt. Es gibt immer vier Antwortmöglichkeiten mit einer richtigen Antwort. Bei einer richtigen Antwort erhält der Spieler einen Punkt. Der Punktestand wird im Laufe des Spiels immer wieder auf dem großen Bildschirm angezeigt. Sollte ein Spieler Schwierigkeiten bei der Beantwortung einer Frage haben, kann er sich mit einer kleinen Gymnastikübung einen Joker spielen und zwei Antwortmöglichkeiten werden daraufhin eliminiert. Wer als erster genügend Punkte hat, gewinnt.